Aus meiner Sicht gibt es genau drei Kategorien von Käufern eines Gaming-PCs. Da wäre die größte Kategorie mit der größten Anzahl der User, die sagen, ich habe richtig Bock, mich mit dem Thema Hardware intensiv zu beschäftigen. Ob das nun Tage, Wochen oder Monate dauert, ist egal. Ich werde einfach das Beste vom Besten an Hardware für mein Geld bekommen. Dann gibt es noch die Kategorie der Personen, die sagen, ja, ich habe jetzt nicht die Zeit, mich mit dem Thema Hardware intensiv zu beschäftigen oder vielleicht auch gar nicht das Interesse dafür. Und deswegen kaufe ich mir einen Fertig. PC. Und genau irgendwo dazwischen, da bin ich mir absolut sicher, gibt es dann wieder noch diese kleine Gruppe an Menschen, die sagen, ich habe jetzt etwas Interesse an dem Thema, ich möchte jetzt aber keine Tage und Wochen damit verbringen und ich habe ein gewisses Budget. Ich bin zum Beispiel auch Stammkunde auf Amazon und möchte einfach heute bestellen, damit die Produkte per Prime-Lieferung in 2 Tagen bei mir sind, damit ich das Ganze mit Hilfe einer YouTube-Anleitung dann zusammenbaue, um damit in 2 Tagen abends beispielsweise einfach zocken zu können. Und genau das werde ich heute im Selbstversuch, Selbstexperiment einfach mal machen. Das Budget 500 bis 550 €. Und hier muss man ganz klar sagen, es gibt nur eine mögliche Plattformoption. Ich setze auf den Ryzen 5 5500, eine 6-Kern-12-Thread-CPU mit bis zu 4,2 GHz. Der kostet an sich mehr als ein i3 12100F, aber dafür sind die AM4 Mainboards einfach günstiger. 86 € hat mich dieses Asus Prime B550MA gekostet. Und ja, ich hätte auch auf ein B450-Brett setzen können, aber dadurch, dass auf Basis meiner Videos Kaufentscheidungen getroffen werden, muss ich ganz klar sagen, ist mir die Ersparnis gegenüber eines B450 Mainboards das Ganze nicht wert, denn ich möchte, dass, wenn jemand diese Kiste nachbaut, dass er das Ganze nachbaut, einschaltet und es funktioniert. Und das ist mit B450 so out of the box nicht möglich. Sprich, ist es ein BIOS-Update nötig und nicht jeder ist so technisch versiert, um das Ganze mal schnell eben fix zu machen. Wenn dieses B450 Mainboard dann ein BIOS-Flashback-Feature hat, wo du dann nur noch einen USB-Stick dran schließt und eine Taste drückst und dann macht das Ganze das magisch von alleine. Cool. Aber wenn dieses Feature eben nicht vorhanden ist, dann braucht die Person mindestens eine Ryzen 2000 CPU, um das BIOS-Update durchzuführen. Zusätzliche Kosten, zusätzliche Zeit, zusätzliche Kopfschmerzen. Deswegen nein zu B450 und yes zu B550. Ich habe mich auch ganz bewusst für ein Micro ATX Mainboard entschieden, weil es einfach günstiger ist als ein ATX Mainboard. Mit unter 90 € ein guter Deal und auch die Ausstattung ist top. 6x USB, 2x MPU2, DDR4, ARGB und RGB Header. Arbeitsspeicher, super simpel, denn die CPU unterstützt ausschließlich DDR4. Ich setze auf 16 GB, 3600 MHz Module von G-Skill und das ist gut, denn der ist extrem billig. Jetzt ein kurzer Spot. Vielen Dank an den heutigen Sponsor des Videos, CyberGhost VPN. Eine VPN, virtuelles privates Netzwerk, verbirgt deine IP, verschlüsselt den Datenverkehr und leitet ihn sicher durch einen Tunnel ohne Protokollierung. CyberGhost speichert nichts. Das ist besonders dann nützlich, wenn du mal auf Inhalte zugreifen möchtest, die in Deutschland nicht verfügbar sind. CyberGhost ist ein weltweit führender Anbieter für Online-Privatsphäre und Sicherheit mit über 38 Millionen Nutzern und der höchsten Bewertung auf Trustpilot. CyberGhost VPN entsperrt 35 der beliebtesten Streaming-Dienste wie Netflix, Prime und YouTube ohne Begrenzung des Datenvolumens oder der Geschwindigkeit dank 9000 Server in 91 Ländern. Die App funktioniert mit Windows, Mac, iOS, Android-Konsolen und mehr. Mit einem einzigen Abo kannst du bis zu 7 Geräte nutzen, schützen und das Ganze teilen. Über den Link in der Beschreibung kostet dich CyberGhost VPN nur 2,03 € pro Monat. Das sind 83% Rabatt plus 4 Monate gratis. Das Ganze alles ohne Risiko, dank der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und es gibt noch einen 24/7 Support. Meiner Meinung nach ein unschlagbares Angebot und mit einem Klick auf den Link unterstützt du aktiv diesen Kanal. Dankeschön. Einen zusätzlichen Kühler verwende ich nicht, denn im Lieferumfang der AMD-CPU ist der AMD-Box-Kühler enthalten. Der ist prinzipiell okay. Umrüsten kann man später immer noch und so spare ich mir jetzt das Geld für einen CPU-Kühler und investiere es halt lieber an anderen Stellen sinnvoller. SSD. Und so gibt es eine 500 GB M.2 SSD von Intenso. Und ich sag dir auch wieso. Erstens, die SN570 war nicht lieferbar gewesen und von No-Name-Brands lasse ich die Finger. Die Crucial P3 und Kingston NV2 haben im Test bei Computerbase
schlecht abgeschnitten. Und mit 25 Euro steht die Intenso, gerade auch mit Blick auf die Rezensionen, echt gut da. Die SSD gehört jetzt zwar nicht zu den schnellsten ihrer Klasse, aber das ist letztendlich auch recht egal, denn für viele von uns ist die Alltagsperformance die, die wir maximal von dieser SSD abrufen. Und in einem ausführlichen Video habe ich unterschiedliche SSD-Klassen miteinander verglichen. Und es hat sich herausgestellt, dass es letztendlich vollkommen egal ist, ob du nun günstig oder High-End-Premium hast. Im Alltag spielt das keine Rolle. Mehr dazu im Video, was ich dir oben und unten verlinke. Thema Netzteil. 500 Watt bei Amazon eingegeben und hier ein Warnhinweis. Lasst die Finger von den 500 Watt Netzteilen, die schon nach China-Böller klingen. Ich hätte ja fast zu diesem Be Quiet gegriffen, bis ich gecheckt habe, hey, das ist ja das ältere SP9, was hier einfach nur für viel Geld verkauft wird. Ich habe mich deswegen einfach mal für dieses Enermax Max Pro 2 entschieden. 500 Watt mit 80 Plus Zertifikat und 4,5 Sternen. Dedizierte Tests, in denen das Netzteil schlecht abgeschnitten hat, habe ich persönlich nicht gefunden und ich habe dem Netzteil einfach mal die Chance gegeben. Das Netzteil und seine Beschriftung. Was ist da denn los, Enermax? Ich meine, wenn man das richtig verbaut, so wie hier mit Lüfter nach unten im Case unten, dann steht der Schriftzug auf dem Kopf. Und das Ganze kann man nur fixen, indem man das Netzteil umdreht. Auf der anderen Seite ist derselbe Schriftzug. Also keine Ahnung, was da los ist, aber das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach mal nochmal so ein bisschen mitgeben wollte. Wenn nicht, dass jemand denkt, ich habe das Ding jetzt falsch rum verbaut. Ich habe mich ja für dieses MicroATX Mainboard entschieden und deswegen setze ich auch auf ein MicroATX Gehäuse. Denn mein innerer Monk kommt nicht damit klar, wenn ein kleines Mainboard in einem großen ATX Gehäuse verbaut wird. Aber ich fand persönlich, das Oversteel Aeris machte einen guten Eindruck. 220 mm Lüfter, Airflow optimiert, Netzteilabdeckung, Sichtfenster mit cooler Befestigung. Für knapp 42 Euro. Warum nicht? In Sachen Bauerfahrung, boah, Bauerfahrung ist auch richtig, richtig blödes Deutsch, nennen wir es einfach Build Experience, muss ich sagen, ist das hier drin in diesem doch sehr günstigen Gehäuse trotzdem sehr, sehr elegant und schnell gemacht. Du hast überall genügend Platz und Kabeldurchführung, um das Ding fix zu bauen. Du hast genügend Möglichkeiten für Kabelmanagement, genügend Platz auf der Rückseite. Also das passt soweit. Bin ich echt sehr beeindruckt von diesem günstigen Gehäuse. Ach ja, die Lüfter lassen sich in der Geschwindigkeit nicht steuern, lediglich in der Beleuchtung über das Mainboard oder über den Reset-Switch oben im Gehäuse. Ich sag dir aber ganz ehrlich, wenn die Lüfter jetzt zu laut wären, ich habe es schon getestet, dann sage ich es dir auch ganz klar, ist das Ding für mich raus. Es ist für mich noch vertretbar. Viel lauter war out of the box der AMD Boxkühler mit 1500 Umdrehungen pro Minute. Das ist ein leichtes Rauschen, was man wahrnimmt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, geht gar nicht, muss raus. Bis hierhin kostet dieser PC 344 Euro. Das heißt, mein Budget für eine Grafikkarte lag oder liegt bei 200 bis 210 Euro. Und hier gibt es nur eine Option, aber find die mal. Okay, ich sag's dir, RX 6600. Eine super Preis-Leistungs-Gaming-Grafikkarte mit 8 GB Videospeicher. Für Full HD in dieser Gaming-Klasse, Preisklasse absolut fein. Das hier ist die sogenannte XFX-Version. Ich habe einfach mal die Asus-Version mit einkalkuliert, denn ehrlich, ich habe genug Grafikkarten im Lager und noch eine RX 6600 zu kaufen, ergibt keinen Sinn. Wie bin ich jetzt rangegangen, um diese RX 6600 zu finden? Ich habe auf Amazon nach Grafikkarte AMD mit einem Preisfilter von 180 bis 220 Euro gesucht. Tada! Da ist sie. Und ja, das ist eher der, ich kaufe ausschließlich auf Amazon meine Hardware und lasse sie mittels Prime innerhalb von 1 bis 2 Tagen kostenlos liefern, baue ihn zusammen mit Hilfe dieser Anleitung von diesem coolen Dude und dann kann ich zocken. Das alles für einen Preis von 555 Euro. Okay, 5 Euro über dem Budget. Aber naja, jetzt lass mal schauen, was jetzt diese Kiste kann. In Full HD mit dem Preset einfach läuft Warzone 2.0 mit 110 bis 120 FPS sehr flüssig. Warzone 1.0 teste ich übrigens nicht mehr, weil das Spiel ist End of Life. Rainbow Six Siege, Full HD und dem Preset hoch, läuft mit entspannten 200 bis 220 FPS ebenso flüssig und problemlos. Das gilt auch für Assassin's Creed Valhalla in Full HD und dem Preset hoch, 90 FPS im Durchschnitt.
Sobald das neue Assassin's Creed Mirage verfügbar ist, wird es Valhalla im Testparcours ersetzen. Für Fortnite in Full HD mit dem Preset Mitte reicht dieser PC ebenfalls locker aus. 110 FPS im Durchschnitt sind absolut fein. Dann noch Hogwarts Legacy in Full HD mit dem Preset hoch. Hier gibt es durchschnittliche 75 FPS. Top! Die Leistung ist absolut fein. Mehr Leistung gäbe es nur mit einem Ryzen 5 5600, der hier auf Amazon einfach zu teuer war. Geht man über Geizhals, kann man nochmal 12 Euro bei der Grafikkarte sparen und die dann wiederum in den Ryzen 5 5600 investieren. Außerdem könnte man das Enermax-Netzteil tauschen gegen ein System Power 10 mit 450 Watt und die 4 Euro, die man gespart hat, in die SN570 investieren. Macht dann am Ende des Tages auch 555 Euro, aber erstens, du musst dann die Hardware bei unterschiedlichen Shops kaufen und zweitens entstehen dadurch einfach auch zusätzliche Versandkosten, die auf den Preis obendrauf kommen. Ändern jetzt der andere Prozessor, das Netzteil und die SSD viel an der Grundperformance? Aus meiner Sicht muss ich da ganz klar sagen, nicht so viel, dass ich sage, dass diese Config der absolute Humbug ist. Es kommt tatsächlich auf die verwendete Grafikkarte an. Je stärker die ist, umso größer ist dann auch der Unterschied zwischen den einzelnen CPUs. Aber der Ryzen 5 5600 bietet PCI Express 4.0, der 5500 nicht. Stört das jetzt die RX 6600 in diesem System? Nein. Ich würde jetzt einfach sagen, bleib bei dem 5500 und in Zukunft kannst du, wenn es nötig ist, auf einen Ryzen 7 5800X3D aufrüsten und dann ist das Thema CPU für die nächsten 12 Jahre durch. Vielen Dank erneut an CyberGhost VPN für die Unterstützung. Denk dran, sichere dir das Angebot für nur 2 Euro im Monat, beweg dich sicher im Internet, schütze deine Daten und greife auf gesperrte Inhalte zu. Link dazu in der Beschreibung. Fazit: Ja, man kann einen guten Gaming-PC via Amazon Prime realisieren, denn die Hardware ist sehr schnell geliefert und das Ganze auch kostenlos, wenn man bereits Amazon Prime-Mitglied ist. Die ultimative Preis-Leistungs-Konfiguration stellt diese PC letztendlich nicht ganz dar. Dafür würde ich sagen, fehlt halt einfach der Ryzen 5 5600. Aber am Ende des Tages spielt das für eine Person, die genau ein solches Vorhaben hat, alles bei Amazon Prime zu kaufen und so weiter und so fort, was wir gerade gemacht haben, Selbstversuch, spielt das für diese Person keine Rolle, denn sie gehört ja eben nicht zu der Gruppe der Gamer oder Interessenten eines Gaming-PCs, die sagen, ich beschäftige mich jetzt x Tage, Wochen oder Monate, um die beste Preis-Leistungs-Konfiguration zu erhalten. Was sagt ihr zu diesem Projekt und natürlich auch dem PC? Ab damit in die Kommentare. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. An dieser Stelle sei noch fairnesshalber gesagt, die Idee ist jetzt nicht meinem Gehirn entsprungen, sondern stammt von einem amerikanischen Creator und ich dachte mir, das ist interessant, was da in USA so geht. Ich schau mal, was hier in Deutschland so geht. Link zu seinem Kanal findest du in der Beschreibung. Natürlich auch alle Teile, die ich heute verwendet habe. Danke, bis neulich. Abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns wieder. Ciao.